Wir kommen zu unserer nächsten Wette. Die Kinderwette ist für Sie, Herr Spahn. Und die geht wie folgt. Tanja Haberkorn, 12 Jahre alt, aus Königsberg, Schülerin der 7. Klasse eines Gymnasiums, wettet, dass sie es schafft, mit ihren Füßen die Parteizugehörigkeit von deutschen Politikern zu ertasten. Das klingt alles mal ein bisschen kurios, aber wir schauen uns das, die junge Dame einmal an. Hier ist Tanja Haberkorn aus Königsberg. Hallo Tanja. Hallo. Kommen wir nach vorne. Jens Spahn, ganz kurz. So. Jens Spahn von der CDU, dein Wettpate. Tanja, das klingt erstmal sehr ungewöhnlich. Du wettest, dass du es schaffst, mit deinen Füßen die Parteizugehörigkeit von deutschen Politikern zu ertasten. Wie bist du darauf gekommen? Das ist ja wirklich sehr kurios. Ja, aber es klappt. Ich bin im Schwimmbad vom Dreier gesprungen und dann schwamm da unten im Wasser Peter Altmaier und den habe ich dann... Du bist also quasi vom Dreier auf Peter Altmaier, der gerade im Wasser war, gesprungen. Richtig. Und dann? Dann wusste ich irgendwie sofort, zu welcher Partei er gehört. Ja, okay. Und wie muss man sich das vorstellen? Du bist quasi mit den Füßen auf ihn und du hast dann anhand dessen, was du an den Füßen gefühlt hast... Richtig. Können wir deine Füße einmal ganz kurz, vielleicht mal die Füße einmal sehen, ob das auch wirklich... Ja, natürlich. Das sind die Füße. Okay. Wie hast du denn geübt? Wie muss man sich das vorstellen? Ich bin sehr Politik interessiert und war deswegen auch vielen... war deswegen auf vielen Veranstaltungen und habe da einfach mal gefragt, ob ich das ausprobieren kann. Ob du die Politiker mit deinen Füßen und im Gesicht ist, da muss man sich wissen. Natürlich, im Gesicht. Und die fanden das auch alle ganz gut. Okay. Und ja. Und da sagen noch eine, die Jugend von heute ist Politikverdrossen, Herr Spahn, oder? Ganz begeistert. Siehst du. So, dann würde ich sagen, ja, Tanja, dann bereiten wir uns schon mal vor. Du setzt einmal eine Brille auf, weil du darfst natürlich nichts sehen. Das ist ja die Idee bei der Wette. So, jetzt einmal ganz kurz hier auf den. Darf ich dich einmal kurz hier auf den. Das mal hinsetzen, so. Sieht nichts. Ich komme mal rüber zu Herrn Spahn. Und jetzt bin ich gespannt. Nochmal überlegen Sie noch mal ganz kurz. Schafft es die Tanja aus drei von fünf Politikern, muss sie ertasten. Ein Fehlversuch hat sie frei. Mit den Füßen jetzt. Mit den Füßen ertasten die Parteizugehörigkeit und auch, ich glaube, auch den Namen. Kannst du den Namen auch, Tanja, oder nur die Parteizugehörigkeit? Schaffe ich. Auch den Namen. Den Namen und die Parteizugehörigkeit. Beim Tasten durchs Gesicht. Durchs Gesicht, mit den Füßen im Gesicht. Ja oder nein? Wenn sie glaubt, die Tanja, dass sie das schafft, dann glaube ich das auch, ja. Okay, ja. Für den Fall, dass Sie die Wette verlieren, müssen Sie in einem Pizzabäcker-Kostüm einem Zuschauer aus dem Publikum die Füße massieren. In einem Pizzabäcker-Kostüm. Ist das okay oder ist das Ihnen dazu übergriffig? Naja, eigentlich macht man das ja eher im Papstkostüm, aber ich mache es auch im Zuckerbäcker. Super, also nimmt es an. Okay. Tanja, dann, Herr Spahn, wollen Sie die Politiker jetzt mit raussuchen? Ja, dann gerne. Können Sie vielleicht ein bisschen die Wette mit beeinflussen. Gerne. Dann darf ich jetzt, Tanja, du siehst immer noch nichts. Tanja, erstmal hallo. Hallo. So. Sieht immer noch nichts. Dann darf ich jetzt unsere Politiker auf die Bühne bitten. Hier sind unsere 8 Politiker. Bundespolitiker, hallo. Hallo. Bundespolitik, Landespolitik, Kommunalpolitik, das ist völlig egal. Herr Spahn, wir suchen mal, vielleicht, ist das vielleicht unser erster Kandidat? Nicht verraten, von welcher Partei, bereiten Sie sich schon mal vor. Okay. Das ist unser erster Kandidat. Im Publikum bitte absolute Ruhe. Dann würde ich jetzt sagen, Tanja aus Königsberg wettet, dass sie die Parteizugehörigkeit von Politikern mit ihren Füßen ertasten kann. Top! Die Wette gilt. Spüre ich da ein Hitlerbart? Nein. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die Grenze zwischen Beschreibung und Schmähkritik ist schmal, Tanja. Aber sie ist nicht strafmündig. Mit zwölf kann dir nichts passieren. Das junge Ding. AfD vielleicht? AfD, nein. Nee, das wäre irgendwie zu einfach. Oh. Keine Tipps, sorry. Aber ist die Kinderwette
Ein fleischiges Gesicht. Ich leg mich fest. Mhm, ja. Horst Erfuber. Ortsvorsteher im Kreisverband Klardorf. CSU. Und das ist richtig. Super. Hier ist der Nächste. Der Nächste. Hier ist unser nächster Politiker oder Politikerin. Mhm. Ach, der ist einfach. Erich Bierhals. Bitte keine. Ehemaliger Bürgervorsteher in Haffkrug. Und natürlich von der SPD. Von welcher Partei? SPD. Nee, das ist, glaube ich, das ist nicht richtig, das ist die FDP gewesen. Oh. Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Ein Versuch ist frei. Ein Versuch ist frei. Ja, haben wir. FDP sagt mir gar nichts. Halt. Achso, einmal. Also, wo soll ich? In die drei, einfach die Kamera halten. Das ist der nächste Politiker. Der nächste Politiker ist das hier. Bisschen vorsichtig, bitte. Ah ja, schräge Kurzhaarfrisur. Ja. Ah ja, ich spüre ein Veganer-Gebiss. Mit dem Ballen spürst du das? Ja. Mhm. Ich löse auf. Mhm. Andrea Becker-Stenzel. Drogen- und suchtpolitische Sprecherin. Das müsste im Kreisverband Unglinghausen gewesen sein. Ja, nur Unglinghausen oder das war noch? Ja, das können wir aber gerne. Ja, nur okay. Unglinghausen. Ja. Nett. Und ja, die ist natürlich dann von den Grünen. Bravo. Das ist richtig! Super. Letzter. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, wenn die Tanja jetzt den, Politiker hier richtig errät, dann hat die Tanja die Wette gewonnen und sie kommen um das Füßemassieren drumherum. Da können Sie das ja vielleicht im Bundestag mal anbieten. Wer ah ist ja, leichte Trinkernase. Mhm. Vorsicht mit der Brille, das könnte scharf sein. Ja, eine Gleitsichtbrille. Das kannst du mit den Füßen ertasten, dass es eine Gleitsichtbrille ist. Ja, das kann nur Bodo Hackbart sein. Bodo Hackbart? Und jetzt aber, welche die Parteizugehörigkeit? Ja, er ist Bezirksvorsitzender im Kreis Dülmen. Mhm. Und die Partei ist natürlich die SPD. Das stimmt! Wette gewonnen! Super! Super! Tanja, Wette gewonnen. Gratulation, auch Wette gewonnen. Super. Vielen Dank an die Politiker. Dankeschön, dass Sie den kleinen Spaß mitgemacht haben. Vielen lieben Dank. War nicht zu schlimm, oder? Es ging noch einigermaßen. Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, dass Sie den kleinen Spaß mitgemacht haben. Großen Applaus für Tanja aus Königsberg. Unsere Kinderwettkandidatin. Oh, und du bekommst... Wir sind jetzt schon, glaube ich, knapp vor 23 Uhr. Du musst jetzt gleich die Sendung verlassen, zu deinen Eltern nach oben. Du kommst, darfst nicht mit teilnehmen bei der Wahl zum Wettkönig. Aber du bekommst ein kleines Geschenk von uns. Ein Original-Jackett der Kanzlerin von Angela Merkel, von Jens Spahn, zur Verfügung gestellt. Mit allen Unterschriften der Saaldiener des Deutschen Bundestages. Hier. Und mal hier. Vielleicht... in 40 Jahren unsere nächste Bundeskanzlerin. Großen Applaus für Tanja. Okay. Tanja, einmal oben zu deinen Eltern, bitte. Da sind die Eltern. So, Echo,